Okay, mein Name ist Jan Hoffmann von der Buchhandlung Hoffmann aus Wettin. Die zweite Session, die ich heute gehalten habe, zusammen mit meiner Mitarbeiterin Maya Lohr, war, wie platzieren wir uns auf den digitalen Karten unserer Kunden, auf den digitalen Erlebnisbereichen unserer Kunden. Die Ausgangsüberlegung war, dass wir festgestellt haben, obwohl unsere Buchhandlung seit vielen Jahren im Netz ist, wir haben etwas scherzhaft gesagt, seit dem letzten Jahrtausend, weil die erste Homepage ist schon, glaube ich, 1997 entstanden und hat auch eine sehr einprägsame URL, lesezeichen.de, wissen viele Kunden immer noch nicht, dass wir am Netz präsent sind. Wir haben einige Beispiele der Oldschool gezeigt, also das Aufbringen der Adressen auf Visitenkarten, Rechnungsformularen, Einkaufstüten, Magazinen, Werbemitteln und so weiter. Aber das reicht offenbar nicht aus, um bei den Kunden sich unter den 10 Adressen zu etablieren, die der Kunde so im Kopf hat, wenn er ans Einkaufen im Internet denkt. Dann haben wir eine Session gemacht mit vielen anderen Buchhändlern, die teilgenommen haben. Und da sind ganz interessante Ideen herausgekommen, also Content mit regionalem Bezug zu sammeln, den man auf die Webseite stellt, Fotos von ungewöhnlichen Ereignissen oder Geschehnissen, Vorhaben der Buchhandlung. Das Gefühl der Selbstbestimmung zum Beispiel zu geben, seine Kunden online zu fragen, welches Geschenkpapier sie auswählen können, dass man offline für einen Newsletter-Service zum Beispiel wirbt, den man online dann durchführt. Hintergrund war die Beobachtung, dass wir im Laufe des Bestellprozesses wird ein Newsletter angeboten, der aber von 98% der Kunden weggeklickt wird. Also offenbar muss man wahrscheinlich einen Newsletter ausdrucken und dem Kunden einmal hinlegen, damit er sehen kann, was er kriegen könnte, wenn er sich eintragen würde. Ja, das war jetzt nur ein paar dieser Ideen, die in der Session aufkamen und die uns sehr viel Spaß gemacht hat, weil wir sehr viele gute Anregungen erhalten haben.